Willkommen zurück zu Legend of Zelda Link to the Past. Ich wollte eigentlich eine neue Aufnahmesession machen. Jetzt nimmt mein Programm einfach weiter auf. Stört mich nicht. Ich habe diesmal den Timer gestartet. Ja, wir haben das letzte Mal den Endgegner aus dem Misery Mire, aus dem Sumpf, geschafft. Und sind jetzt unterwegs zum Ice Dungeon. Sind wir das doch gar nicht schon in der Nähe? Ja gut, wir hätten... Ja, von dem Punkt aus war es umständlich. Von hier können wir einfach nach oben ins Wasser springen und müssen uns dann mal wieder mit den Wassergegnern rumärgern und der scheiß Schwimmphysik. Aber irgendwas ist ja immer. So, hier genau, hier ging es hoch. Ja, Link ist so träge. Ah, da wollte ich auch noch was machen. Und zwar ist das hier der Ort. Ich würde gern mehr als 20 werfen. Und zwar, wenn man hier genug Rubine versenkt. Also es ist blöd, dass man da rein und rauslaufen muss immer. Ich will es einmal zeigen und dann werde ich es wahrscheinlich offscreen machen. Ah, ich wollte 20 werfen. Na gut, jetzt habe ich eine gerade Zahl. Ich habe jetzt eine gerade Zahl, das ist gut. Ist jetzt halt ein bisschen blöd, aber ich will's einmal will ich es im Let's Play zeigen. Ihr kennt mich. Solche Sachen müssen gezeigt werden. Ah, oh, das ist so langsam, das Menü, bis man da eigentlich runtersteuern kann. Fröhlicher geworden, überaus. Nee, nur glückliche Zukunft. Ich habe es ja verglichen, glaube ich, als wir das erste Mal hier waren, mit der Fee aus Link Between Worlds, der man ewig viele Rubine geben muss. Ich glaube, das sind 7000, der man die geben muss. Und dann bekommt man eine neue Flasche. Hier ist es so, dass wenn man genug Rubine gibt, und ich hoffe, es sind 100, fürs erste Mal, vor allem, wer kommt darauf, dass man die ganze Zeit rein und rausläuft und immer neue Rubine gibt? Ja, 100. Ich bin von den Göttern geschickt. Jetzt werde ich dir einen Wunsch erfüllen. Was willst du? Mehr Bomben. So, jetzt kann man 15 Bomben tragen. Hier kann man seine Anzahl Bomben und Pfeile aufbessern gegen Geld. Bis man, keine Ahnung, 99 Pfeile und 60 Bomben oder so haben kann. Oder auch 99 Bomben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, bis man einige haben kann. Ja, und das machen wir irgendwann auch, aber wie gesagt, wahrscheinlich offscreen. So, stirb. Kann ich eigentlich schon ziehen? Nein. Nein. Okay. Wir gehen so schnell wie möglich hier durch diesen Dungeon durch. Ich werde auch unterwegs ein bisschen speichern vielleicht. Einfach, weil wir den Dungeon ja eigentlich schon ganz gut kennen. Zumindest einen großen Teil. Aha, den kann man angreifen, während er aus dem Boden kommt, macht dann aber keinen Schaden. Auch nicht schlecht. Karte. Wir wollen eigentlich nach rechts oder nach... Oben konnte man runterfallen, rechts war die Treppe. Ich mach mal runterfallen. Ich habe mich umgedreht. Ich habe nach unten gesteuert. Mann, blöde Gegner. So, und da wir jetzt den Trick mit dem magischen Pulver kennen, auch wenn die Trägheit von Link uns wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung macht, werden wir den Gegner töten. Der saß, würde ich sagen. Der saß. Das war das Viech. Da war der Schalter, genau. Ich sollte eigentlich den Eisding weiterhin ausrüsten. Nicht als Ding, den Feuerstab. So. Um jederzeit mit Feuer arbeiten zu können, wenn irgendwo ein Gegner kommt. Glaubt ihr das, dass ich jetzt schon das dritte Mal durch diesen Dungeon durchgehe und immer noch keine Ahnung habe, was, wo, ist, welcher Weg sich wo befindet? Ja, ich weiß, Bombe verwenden.
Erstmal alle Gegner töten, dann Rätsel lösen. So, alle Gegner gekillt. So ist das geil. Dann Bombe. Da muss man irgendwie sich durchbacken. Dann hier eine Bombe. Uns fehlt auch noch ein Medaillon. Das habe ich auch noch nicht nachgeschaut, was das gibt. Werden wir aber auch noch holen. Warum? Ich weiß doch, dass hier die Staphylos-Ritter kommen. Ah, Magie ist schön. 8 Bomben ist auch schön. Jetzt haben wir wieder 15. So, Herzen sind voll. Rätsel gelöst. Bomben sind voll. Feuerstab ausrüsten. Das war dieser Scheißraum, genau. Der Raum ist echt einer der übelsten in den Dungeons, die wir bisher kennen, meiner Meinung nach. Dieses Überraschende, jetzt geht's nach links, jetzt geht's nach rechts und überall die Fallen. Da ist noch ein Gegner drin. Jetzt nicht mehr. Autsch. Und da bin ich in eine Falle reingelaufen. Warum auch immer. Ich brauche Rot unten, das passt. Kann man hier tricksen? Kann man hier abkürzen? Nee, kann man nicht. So, und jetzt vorbei. Also der Raum hier geht ja noch von der Steuerung her. Es war dann der andere mit dem Eis. Wo man so einer Stadt, so einem Feuerstrahl ausweicht, während Eis auf dem Boden ist. Der war nervig, der Raum. Ich glaube, in dem kann man auch nicht abkürzen. Okay, Feuerstab bitte. So. Bisschen Magie verwendet, ein Herz verloren. Ist eine ganz gute Bilanz, würde ich sagen. Wir haben 3 Schlüssel für diesen Dungeon, das ist krass. Ach ja, das war dieses Viech. Da brauchen wir auch einen Schlüssel, um nach rechts zu kommen. Das öffnet uns eine Abkürzung, wenn ich das richtig sehe. Weil hier waren wir schon. Ah, der Raum. Ja, das öffnet uns sogar eine ganz gute Abkürzung. Denn wir können jetzt hier diesen Greifhakenpunkt nutzen. Ach ja, den Schalter hatten wir schon. Das war die Truhe. Um wieder nach oben zu gehen, da ist ein Bombensch. Da war ein Bombenpunkt, da war ein Bombenpunkt. Moment. Moment, Moment, Moment. Bombenpunkt. Also Riss in der Wand zumindest, habe ich den schon mal gesehen. Ah, da ist nichts. Ich habe genug Bomben. Wird wahrscheinlich nichts sein, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Lieber eine Bombe zu viel als zu wenig. Und am Ende fehlt uns da ein Raum. So, hier war das, wo ich hämmern musste und Staphylos-Ritter besiegen. Machen wir erst das. Da waren doch welche. Da ist er. So, jetzt kann ich schon mal auf den Hammer wechseln. Klock, klock. So, das Viech kann man an die Wand locken. Pock, pock. Und die Staphylos-Ritter sind irgendwie immer zu zweit in dem Teil. So, da ist noch ein Schalter, der aktiviert die Truhe, die haben wir auch schon. Herzen wieder voll. Es läuft gerade gut. Es läuft gerade echt gut. Wir sind mit fast voller Magie und komplett vollen Herzen schon relativ weit in dem Dungeon gekommen. Ohne jetzt irgendwie ein großes Problem zu haben. Außer, dass wir jetzt den falschen Weg gegangen sind. Aber da wir den Dungeon ja nicht resetten, weil wir den Spiegel nicht verwenden und den Dungeon auch nicht verlassen. Und ja, Spiegel resettet den Dungeon. Brauchen wir auch keine Sorge haben. So, Haken rüber. Bringt uns der Weg was? Ja, der Weg bringt uns, glaube ich, schon was. Schnell durch, schnell durch. Ha, keinen Schaden. Nee, der bringt uns doch nichts.
Durchgekommen, ohne Schaden. Nochmal. Ich weiß gar nicht, ob man die Viecher doch töten kann irgendwie. So im richtigen Moment angreifen oder so. Oder mit der richtigen Waffe. Ach ja. Da war ja was. Okay, erstmal schauen. Rechts ist eine Treppe, unten ist eine Treppe, links ist eine Treppe. Wir haben zu viele Treppen. Okay, das war der Weg. Nein! Ich feuer mal um mich. Wow, habe ich den gerade mit dem Schwert gekillt? Greifhaken. Toll, jetzt treffe ich natürlich. Mit dem Schwert die ganze Zeit gefeuert und nicht getroffen. Und wenn ich den Greifhaken eigentlich an den Stein setzen will, dann treffe ich den Stein. Alter, ist das knapp. So. Will ich den Gegner töten? Ich will mal gucken, ob da unten ein Gegner ist und den vielleicht töten. Das wird jetzt natürlich riskant. Ich habe es ja gesagt, angekündigt, ich speichere. Nee, das ist kein Gegner und das bringt auch nichts, wenn ich da Feuer dagegen werfe. Nein? Okay. Ich wollte es einfach getestet haben. Man weiß ja in Link to the Past nie, wo sich noch was versteckt. Warum sind die Gegner wieder da? Ich weiß es echt nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach links rüber. So, zack. Okay, das war die Treppe, die ich nicht getroffen habe, ne? Ja, genau. Das meine ich. Ich habe ewig gerade wieder gebraucht, bis ich die Treppe hatte. Sprengbar? I don't know. Ja, sprengbar. So, hier gab es dann die Rüstung, die wir anhaben. Und hier ist der... Ups. Hallo? Okay. Hier. Genau, hier ist perfekt. Denn wir sind jetzt bei der großen Tür angekommen. Und haben diese noch nie geöffnet. Schlechte Idee. Ah, und ich habe nicht rechtzeitig gewechselt. Wo war der Schalter? Erstmal Gegner töten. Jetzt kommen sie von oben. Und von unten. Mach, 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 mach. Okay, wir wurden getroffen. Hier war der Schalter. Genau. Das war tatsächlich noch gewusst. Herz wieder voll. Sehr schön. Magie vielleicht noch irgendwo. Ne, hier sind überall nur Herzen und da war ich zu schnell. Gut, da ist ja auch nochmal ein Herz, nämlich genau das. Ne, da ist keine Magie. Okay. So, wir betreten jetzt die große Tür. Der Teil des Dungeons, in dem wir noch nie waren. Aber wir müssen wahrscheinlich die... Oh nein. Ah, nee, da oben ist eine kleine Tür. Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt ja den Schalter eigentlich gedrückt haben. Oh! Wo kommst du denn her? Das war ein Überraschungsbesuch. So, alles einsammeln und wir haben die Tür geöffnet. Wir können da überall auch runterfallen. Und es wäre eine Feenquelle, in die wir fallen würden. Aber es funktioniert gerade recht gut mit dem Zauberpulver. Und wir haben ansonsten... Sind wir maximal? Ah! Link hat sogar nochmal kurz nach oben geschaut. Wow, jetzt kommen alle Gegner gleichzeitig.
Link hatte gerade echt irgendwie nach oben geschaut und nach links gefeuert. So, Herz. Bomben, Herz, Schalter. Ah, seht ihr, hier braucht man den Sumaria-Stab. Um hier reinzukommen. Okay, das funktioniert nicht. Klein, groß, klein. Oh Gott, die stehen scheiße. An die komme ich gerade nicht ran. Dann werfe ich eine Bombe rüber. Reicht nicht. Okay, jetzt habe ich sie beide erwischt. Okay, was muss ich hier tun? Hier sind ziehbare Statuen. Schiebbare Statuen und hammerbare Blöcke. Da geht's runter. Da ist nicht zu ziehen. Das ist zu ziehen. Damit öffne ich den Rückweg. Wow. Da kommen erstmal vier Gegner raus. Pfeile, Bombe. Okay, das heißt, wir könnten jetzt zurück. Bringt uns das was? Wir hätten den Schlüssel. Wir hätten den Schlüssel, den wir bräuchten, um da weiterzukommen. Alter, dass das nicht gezählt hat. Okay. Und warum resettet... Warum resetten die Räume hier manchmal? Ich meine, okay, ich beschwere mich nicht, weil wir so mehr Magie bekommen. Ich probiere jetzt mal tatsächlich den Weg hier aus. Ich habe keine Ahnung... Moment. Stockwerk 7 besteht nur aus einem Boss. Hehe, das ist fies. Stockwerk 7 besteht nur aus einem Boss. Und der Boss ist noch nicht das, was wir wollen. Wir wollen nämlich erstmal das hier machen. Ja, ja. Ich habe irgendwie sowas in der Art erwartet, so eine Falle. Als ich die Krüge gesehen habe, habe ich gedacht, okay, irgendwas muss da kommen. Ah, Magie, sehr schön. Auf sowas habe ich noch gehofft, auf so einen Refresher-Room. Feen und Herzen sind voll. Perfekt. Sumaria-Stab schon mal ausrüsten und richtig schieben. Das war jetzt wirklich ein Pixel. Ich habe ein Quäntchen schieben müssen. Das ging schnell. So, gehen wir noch zum Boss. Wir haben noch knapp 2 Minuten in dem Part. Ich hätte eigentlich den Hammer nochmal ausrüsten müssen, ne? Ich muss ja erstmal mit dem Hammer runter. So, die Waffenwahl ist natürlich klar. Ja. So, hehe, sorry. Ich meine, wir sind in einem Eisdungeon. Was für eine Waffe sollte man erwarten, die man braucht? So ein Eisblock kann eigentlich nur von Feuer oder von dem Pegasusstiefel behakt werden, würde ich spontan behaupten. Okay. Ah, Schwert funktioniert jetzt auch. Der ist irgendwie lachhaft, der Boss. Kann das sein? Okay, der Schwertstrahl funktioniert nicht. Okay, er macht viel Schaden, wenn er trifft mit seiner Kollision. Und der Ton ist absolut nervig. Okay, er macht viel Schaden. Das war der erste. Das war der zweite. Und das war der dritte. Wir haben keine Fee gebraucht und haben den Boss in Bestzeit erledigt. Aber ohne Magie-Upgrade hätten wir ihn nicht geschafft. Beziehungsweise nur viel schwerer. So, ist doch schön. Zwei Teile, also zwei Parts, zwei Bosse. Und wir können jetzt etwas ganz Cooles machen. Also erstmal haben wir hier jetzt eine... Hab ich danke dir, du hast mich aus dem Clown der Monster befreit, sagt die gleiche.
Das Volk der Hylia verfügt über magische Kräfte, ebenso wie die sieben Weisen. Nur ging das Wissen um diese Kräfte im Laufe der Zeit immer mehr verloren. Selbst wir, die direkt von den Weisen abstammen, verfügen nur noch über geringe Kräfte. Doch wenn sich der Mut der Ritter mit der Weisheit der Weisen verbindet, sind diese Kräfte so stark wie ehemals. Uns bleibt nur noch ganz wenig Zeit, bevor sich das Tor zwischen den Welten vollständig öffnet. Du musst Gunn bezwingen. Dann wird die Schattenwelt wieder zum Goldenen Land und das Triforce stellt seine Kraft in den Dienst eines neuen Meisters. Wir vertrauen auf dich, Hobby. Ja, ich habe alles verstanden. Möge der Weg der Helden und so weiter. Des Helden. Wir sind alleine. So, und direkt, das will ich jetzt noch schnell machen. Ich meine, schnell geht gar nichts, wir wissen. Aber schnell genug geht. Das weiß ich halt zufällig schon, weil ich recherchiert habe, was fehlt. Ich meine, ich habe noch keine Herzteile zum Beispiel nachgeschaut. Ich weiß auch nicht, wie viele uns noch fehlen. Obwohl, wir können nachgucken. Aua. Ich will doch gar nichts von dir. Ich will eigentlich nur... Leute, ich wollte euch am Leben lassen. Genau. Ich will nämlich nur da rein. Meine Güte. Das nennt ihr Bomben. Der Spruch hat einen Sinn, warum ich denn so sag. So, zack, dann runter. Ups, da brauche ich den Hammer. Das heißt, ich kill erstmal noch den Gegner. Kann ich nämlich in Ruhe die Waffe wechseln. Plock, plock, plock. Ach, das war so einer. Okay, jetzt sind wir bei Links Haus, nur in der Dunkelwelt. Und wir wissen ja, hier ist der Bombenladen. Da waren wir ja schon drin und der hat nur eine Bombe verkauft. Superbombe für 100 Rubine. So, wenn ich jetzt den A-Knopf drücke, also ich kann jetzt die Pegasus-Stiefel nicht mehr verwenden. Wenn ich den A-Knopf drücke, dann wird diese Bombe gelegt. Und damit, wie gesagt, das werde ich in dem Part noch machen. Ich weiß nicht, wie dumm es ist, wenn ich jetzt Schaden bekomme und warum mir die Bombe nicht folgt, weiß ich auch nicht. Ich habe A gedrückt. Entweder ich habe gerade A gedrückt oder die kommt nicht eine... Die springt keine Klippe mit runter. So, ich könnte die Bombe auch einigermaßen offensiv einsetzen, wobei die halt eine Verzögerung hat. Die macht Link keinen Schaden, soweit ich weiß. Aber das Wichtige ist gar nicht den Schaden, den wir anrichten wollen. Sondern das Wichtige ist, dass wir mit dieser Bombe... Mit dieser Bombe können wir... Können wir... Ich töte einfach noch ein paar Gegner. Die stören mich nämlich gerade. Ah, hier. Mit der Bombe können wir... Nah genug. Jetzt habe ich sie wieder mitgenommen. So, hierhin will ich sie legen. 3, 2, 1. Wir haben ein Loch in der Wand. Brunnen der Wunder. Werf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Ich werfe etwas. Und wir werfen. Was werfen wir? Wir werfen unser Schwert. Und eine dicke Fee erscheint. Habe ich das geworfen? Ja. Wenigstens ehrlich, das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Und wir haben das goldene Schwert. Das beste Schwert im Spiel. Das goldene Schwert ist, wenn ich mich nicht irre, sogar das stärkste Schwert in jedem beliebigen Zelda. Also wenn man alle Zeldas nimmt, ist das beste Schwert allgemein. Ich probiere mal, ob ich die Rüstung auch noch aufbessern kann. Ich weiß, den Schild kann ich nicht aufbessern. Okay.
Rüstung können wir hier nicht aufbessern. Aber wir haben das goldene Schwert. Und mit dem goldenen Schwert auf unserer Seite machen wir jetzt extrem viel mehr Schaden nochmal. Gut, die sind vorher schon in einem Schlag gestorben. Aber hier, 1-2 tot. 1-2 tot. Das ist Schaden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten immer bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch und tschüss.